Die Agenda ist lang für die Gespräche heute in Lviv im Westen der Ukraine. Die Frage ist, wie aussichtsreich kann so ein Dreiergipfel sein, der ja im Grunde genommen auch sehr kurzfristig anberaumt wurde. Ich freue mich, dass diese Analyse nicht bei mir selber liegen muss, sondern bei unserem Studiogast, bei Professor Andreas Heinemann-Grüder. Der Politikwissenschaftler ist hier in Bonn am International Center for Conflict Studies oder Konfliktstudien, wie wir einfach auch mal hier in Bonn am Rhein sagen können. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herr Professor Heinemann-Grüder, wenn wir einfach im Grunde genommen mal beginnen bei den Akteuren, die sich da zusammenfinden. Ich habe schon in der Einführung gesagt, wir haben im Grunde genommen so etwas wie ein erfolgreiches Duo da jetzt schon, was sich schon einmal etabliert hat in Istanbul, Erdogan, Guterres, die natürlich unterschiedliche Interessenlagen am Ende haben. Noch einmal, Herrn Erdogan geht es mutmaßlich auch darum, innenpolitisch Punkte zu machen. Aber trotzdem, wie erfolgversprechend ist diese spezielle Kombination? Also erstmal müssen wir davon ausgehen, es gibt bilaterale Gespräche zwischen Selenskyj und Guterres und zwischen Selenskyj und Erdogan. Das ist nicht durchgehend ein Dreiergespräch. Mhm. Bei dem Dreiergespräch geht es im Grunde genommen darum, vielleicht auch Lehren aus den aufgenommenen Weizentransporten, die ja auch in der Türkei kontrolliert werden, zu ziehen und möglicherweise zu sehen, ob man das auch ausweiten kann. Und die ukrainische Seite wirft natürlich den Türken vor, dass sie möglicherweise also Hela-Ware, geklautes ukrainisches Getreide von den Russen aufkaufen und dass das unterbunden wird. Und das zweite große Thema ist Zugang zu diesem Kernkraftwerk in Saporischschja, wo die internationale Atomenergiebehörde seit einem halben Jahr keinen Zugang mehr hat und wo das umkämpft ist und beide Seiten werfen sich vor den Beschuss und wo natürlich so, sagen wir mal, die Drohung eines neuen Tschernobyl über Europa hängt und deswegen die UN dort Zugang haben möchte. Meines Erachtens sollte man aber dieses Treffen nicht zu hoch hängen, im Sinne von einem Vorspiel für Friedensverhandlungen. Ja, es gab ja durchaus auch unterschiedlich gestreute Erwartungshaltungen von türkischer Seite. Dort wurde das ein bisschen hochgejatzt, wenn ich das mal so neudeutsch sagen darf. Die UN-Seite hat doch immer versucht, das ein bisschen dann, jetzt sind wir im New Yorker Slang, downgraden, also ein bisschen runterholen, das ganze Ding. Jetzt sind Sie mir ein bisschen ausgewichen bei den Akteuren, deswegen komme ich da noch einmal. Sie sind gleich auf die Agenda eingestiegen, die man möglicherweise besprechen kann. Aber trotzdem, da sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die dort jetzt auflaufen in Lviv. Mit Herrn Guterres, der bisher ja nicht immer als besonders erfolgreich in unterschiedlichen anderen Missionen aufgefallen ist. Warum hat er jetzt hier ein gutes Händchen? Ich weiß noch nicht, ob er ein gutes Händchen hat. Er ist natürlich ein Gewährsmann für Abmachungen, die indirekt zwischen der Ukraine und Russland getroffen werden. Das heißt also, wenn Abmachungen, die Erdogan vermittelt hat, gebrochen werden und Guterres ist dabei, dann hat das ein gewisses anderes Standing, wenn man dagegen vorgeht und man nicht nur ein bilaterales, sondern quasi gegen die UN auch vorgeht. Das Zweite ist es, er kann das zurückberichten an den UN-Sicherheitsrat und sagen, das ist sozusagen auch eine mögliche Grundlage für eine Resolution. Mhm. Und man kann weitere Themen auch ansprechen, also Gefangenenaustausch, Frage von Übergängen bei Kontaktlinien, vielleicht auch Kommunikationskanäle zwischen den beteiligten Seiten, möglicherweise auch Evakuierung, Schutzzonen. Also solche Themen kann natürlich auch Guterres jetzt mit auf die Agenda bringen, die nicht primär im Interesse der Türken liegen, die im Grunde ja die Nettogewinner von diesem Krieg sind. Mhm. Vielleicht dann am Ende des Tages auch bestimmte Dinge mandatieren. Das hat man ja schon erlebt, dass die UN durchaus in Luftraumüberwachung und in verschiedenen Phasen bei anderen Konflikten aktiv sein konnte. Kommen wir zu dem anderen Akteur noch einmal, zu Herrn Erdogan, der ja insbesondere seinen westlichen Partnern in der NATO immer schwer Kopfzerbrechen bereitet. Sein Zögern positiven Votum zu der NATO-Norderweiterung, Schweden-Finnland, wo sozusagen das formelle Statement des Parlaments in der Türkei noch aussteht. Welche Interessen hat er in diesem Konflikt?
Auf der einen Seite hat sich die Türkei ja durchaus auf die Seite der Ukraine gestellt. Sie haben diese Spezialoperation Krieg genannt. Sie haben verhindert, dass russische Kriegsschiffe durch den Bosporus kommen. Sie haben auf der anderen Seite sich aber nicht an den Sanktionen beteiligt. Sie sind der große Profiteur von Gaslieferungen durch zwei Pipelines, die in der Türkei landen. Und von daher die Türkei jetzt mal Gas nach Europa, insbesondere im westlichen Balkan, verkauft und davon großes Geschäft macht. Das wird auch ein Thema mit der Ukraine sein, dass die Ukraine Gas möglicherweise mit türkischer Hilfe aus Aserbaidschan bekommt. Also Flüssiggasterminal ist auch ein Thema zwischen der Türkei. Also die Türkei spielt auch eine Rolle bei der Umgehung der Finanzsanktionen. Man sieht es, dass sie sich nicht nur daran nicht beteiligt, sondern eben auch russische Banken mittlerweile versuchen, über die Türkei sozusagen auf westliche Finanzmärkte zu kommen. Die Kreditkarten der Russen, der Touristen werden alle in der Türkei akzeptiert. Also insofern, die Türkei hat viele Probleme, die sie vorher hatte, auch mit der NATO, mit den USA, überwunden. Sie sind plötzlich wieder der einzige potenzielle Gesprächspartner, internationales Standing. Sie haben in gewisser Hinsicht die Rolle Deutschlands übernommen. Erdogan spielt die Rolle des Brückenbauers zwischen den verfeindeten Parteien und kann damit auch, sagen wir, von seiner innenpolitisch angespannten Lage ablenken. Also einige sagen bis zu 170% Inflation in den letzten 12 Monaten. Die Wahlen stehen an. Also er kann außenpolitisch punkten, was er innenpolitisch im Moment nicht kann. Und demonstriert damit ein weiteres Mal, wie nackig die Europäer in einer gemeinsamen, vernünftigen Außenpolitik zumindest als starker Player sind. Weil wir das jetzt auch gerade angesprochen haben, die verschiedenen Möglichkeiten, dass jemand Einfluss nehmen kann. Als wir uns vor längerer Zeit mal unterhalten haben, war China durchaus noch ein oft genannter möglicher Player. Die haben sich sozusagen generell zurückgezogen und halten die Hand in keine Richtung mehr auf. Auf der einen Seite haben die Chinesen sich nicht positioniert im Sinne von Völkerrecht oder dass sie von Russland abgerückt sind. Aber vor 2 Tagen fand zum Beispiel in Moskau eine Sicherheitskonferenz mit chinesischen Vertretern statt. Putin und der russische Verteidigungsminister sind mit sehr scharfer antiwestlicher Rhetorik aufgetreten. Und es war interessant, dass der chinesische Vertreter eigentlich nur an Terrorismusbekämpfung interessiert war und an Shanghaier Kooperationsrat, aber die ganze, sag mal, Rhetorik in Bezug auf die Ukraine überhaupt nicht übernommen hat. Das heißt, die Chinesen halten sich die Karten offen. Sie sind natürlich jetzt wegen Taiwan auch sozusagen an einem anderen Thema stärker interessiert als an der Ukraine. Ich glaube trotzdem, dass sie nach dem Krieg als Garantiemacht eine zentrale Rolle spielen werden, weil wenn es nicht eine starke, auch von Russland akzeptierte Garantiemacht gibt für jede Art von Waffenstillstand, dann wird Russland den Frieden nicht akzeptieren. Mhm.